Hey, bist du bescheuert? Du musst mir helfen. Mach, dass du wegkommst. Jemand ist hinter mir her. Wer? Was ist denn los mit dir, du Arschloch? Bitte lass mich rein. Mann, verpiss dich. Sein raus. Schließ die Tür ab. Hey, wer bist du überhaupt? Er ist hinter mir her. Bitte schließ die Tür. Ja, okay. Halt die Füße still. Das Licht. Mach das Licht aus. Siehst du einen Lieferwagen? Der mit den Palmen und dem Sonnenuntergang? Aha. Parkt in der zweiten Reihe. Wisch, das ist Polizei. Hast du was verbrochen? Ach, das ist nur vom Wachdienst. Hat der eine Pistole? Nein. Der trägt aber Pistolen, Hans. Ach, der trifft doch nie was. Woher willst du denn das wissen? Ich weiß es. Aber der hat eine Pistole. Hey, guck mich an, ich spreche mit dir. Warum hast du gesagt, er hätte keine Pistole? Ich wollte dir keine Angst machen. Er versucht jedes Jahr seine Prüfung bei der Polizei zu machen und rasselt jedes Mal durch. Zieh dir doch seine Brille an, er ist regelrecht blind. Was macht er? Was macht er? Durchsucht die Büsche auf der anderen Straßenseite. Er weiß, dass ich hier bin. Woher? Dieser Scheißkerl kann mein Herzklopfen hören. Er kommt hier rüber. Oh Gott. Na, beweg dich nicht. Lassen, dass er mich hier. Was macht er jetzt? Kratzt sich an Eiern. Jetzt kommt er. Gibt's hier eine Hintertür? Nein. Und was ist das für eine Tür? Ein Badezimmer. Psst. Nebenan. Was macht er? Guck durchs Fenster, jetzt haut er ab. Danke. Geht schon in Ordnung. Du bist ganz schön mutig. Ach, was? Oh, hast du ein Aspirin? Dein Knie blutet ja. Ich weiß. Wer ist das? Wer? Ja. Das Bild auf dem Kühlschrank, weißt du? Das könnte dir doch egal sein. Brauchst du ein Pflaster? Nein. Die Füße vom Tisch. Ach, Entschuldigung. Es tut mir leid, ich werde mich benehmen. Bist du dafür? Sanitäter. Was ist der Unterschied? Circa $300.000 im Jahr. Ja, ich fahre einen Unfallwagen. Na Wahnsinn, da kannst du bei Rot über die Kreuzung fahren. Ja, Wahnsinn. Komm, setz dich hier aufs Bett. Zeig mir. Du hast schöne Hände. Schnauze. Da ist ein Splitter drin. Ah, das tut weh. Du hast doch nur eine kleine Wunde, also halt den Mund. Sprichst du mit all deinen Patienten so? Meine Patienten sind meist tot oder bewusstlos. Das gefällt dir, was? Tut mir leid. Nicht bewegen, habe ich gesagt. Ich bin nicht gewohnt, dass Männer so mit mir reden. Wie ist denn das passiert? Aus dem Lieferwagen gesprungen, bei 160. So was Idiotisches. Hättest du das Genick brechen können. Er ist ihm einfach zu schnell gefahren. Warum bist du denn rausgesprungen? Was meinst du mit warum? Ach so, das war so nur eine Macke von dir. Jedes Mal, wenn es in die Kurve geht, springst du raus, oder wie? Er hat gesagt, er wird gegen eine Steinmauer fahren und uns beide umbringen. Wer ist er? Ein Stammkunde? Stammkunde? Ich bin doch keine Nutte. Woher kennst du den? Ich bin seine Frau. Oh, tut mir leid. Ja, das habe ich gern. Erst mich für eine Nutte halten und dann jammern. Oh, es tut mir leid. Okay. Du arbeitest also mit Mutter Teresa in den Slums von Bombay. Du hast da echt ein Problem, weißt du das? So, das brennt jetzt ein bisschen. Ich merke nichts. Dann wart's ab. Heiliger Bimbam.
Ja, ist ja gut, ist ja gut. Hast du schon mal was vom Club Paradiso gehört? Nee, was ist denn das? Da bekommen Männer das, was sie zu Hause nicht kriegen. Ein Delikatessengeschäft? Männer kommen dahin, um mich in einer Kabine zu sehen. Ein Pornoladen? Also bist du schon mal da gewesen? Ich bin ja nicht pervers. So. Wechsel den Verband täglich, ja? Ich bin keine Nutte. Hast du mich verstanden? Hast du mich verstanden? Ja. Die Männer da fallen vor mir auf die Knie und beten mich an. Ja, das kann mir nicht passieren. Keiner fasst mich an. Da ist eine Glasscheibe zwischen mir und den Kunden. Mein Name steht draußen auf dem Schild. Nur meiner. Sunshine. Donnerstag, Freitag, Samstag, nachts. So ein großes rotes Neonschild. Hast du noch nie von mir gehört? Sunshine? Ich bin berühmt. Berühmt bei wem? Bei Spannern, Wichsern und Perversen? Die meisten meiner Regelmäßigen sind verheiratet. Ärzte und Anwälte kommen zu mir. Geschäftsleute, Studenten. Ich habe sogar einen Professor, der liest mir Gedichte vor. Du bist doch total beknackt. Einen Sanitäter hatte ich noch nie. Komm doch mal vorbei. Lebendig kriegst du mich nicht in so einen Sumpf. Die lieben mich da. Ja, dann lass sie nicht warten. Also. Hier geht's raus. Danke, dass du mir das Leben gerettet hast. Naja, geschenkt. Nee, ich schulde dir was. Ja, schon gut. Pass auf deine schönen Hände auf. Ja, gute Nacht. Du kannst mich doch nicht einfach vor die Tür setzen. Der ist doch da draußen. Das ist mir egal. Er wird mich da draußen sofort sehen, das Fenster von seinem Auto runterdrehen und sagen, los, komm schon, setz dich rein. Und dann fahren wir nach Hause und haben die gleichen Streitereien für den Rest unseres Lebens. Ja, dann steig einfach nicht ein. Wie denn? Er kann doch ohne mich nicht leben. Mein Gott, wenn ich wüsste, dass all meine Liebe für ihn in meinem Daumen wäre, ich würde ihn abbeißen und ihm schicken. Ach Mensch, du hast ja doch nicht mehr alle. Hast du dir nie überlegt, dass du ihn mit deinem Job verrückt machst? Er hat mir den Job besorgt. Kann ich hierbleiben? Nein. Nur bis er abhaut. Ach Mensch, du bist betrunken. Frische Luft wird dir guttun. Ach, ich hasse diese Welt. Meine Seele tut mir weh. Hey. Soll ich dir ein Taxi rufen? Wo soll ich denn hinfahren? Ich bin kein Reisebüro. Also kann ich jemand anrufen? Ach, wen? Freundin. Ach, Mädchen mögen mich nicht, weil sie Angst haben, dass ich ihnen ihre Männer wegnehme. Na, also gut, wen dann? Mein Boss. Wie ist seine Nummer? Ach nein, ich kann Ara nicht anrufen. Sie findet Jerry zum Kotzen und schreit mich nur noch die ganze Nacht an. Und da habe ich keinen Bock drauf. Ja, was ist mit deiner Familie? Meine Mutter, aber ich weiß ihre Nummer gar nicht. Ich habe sie letzten Weihnachten besucht, aber der Wohnwagen war weg. Keine Adresse, nichts. Ich erwarte einen Anruf. Na und? Von meiner Lady. Deiner Lady? Ja. Oh, das ist aber fantastisch. Was? Dass du sie deine Lady nennst. Ja, sie ruft jeden Moment an. Und wenn sie eine Frau im Hintergrund hört, vermutet sie gleich das Schlimmste, ha? Ja, das kann sein. Sie traut dir nicht. Mensch, es ist ein persönlicher Anruf. Ich gehe ins Badezimmer und lass das Wasser laufen, dann kann ich dein Gesülze nicht hören. Nein, das wirst du nicht. Also gut. Wenn das Telefon klingelt, gehe ich, in Ordnung? Nein. Zwing mich nicht, da rauszugehen. Mensch, warum rufst du nicht einfach die Bullen? Er ist mein Mann! Wir haben uns ewige Treue geschworen in der Kirche. Ich meine, warum machen wir sowas, wenn wir heiraten? Ja, damit die Anwälte sich eine goldene Nase verdienen. Ach, du verstehst überhaupt nichts. Wir nutzen dunkleres Make-up, damit man die blauen Flecken nicht sieht, die er dir verpasst hat. Die kannst du gar nicht sehen. Ach Mensch, ich behandle Mädels wie dich schon seit Ewigkeiten. Manche von euch fahre ich direkt ins Leichenhaus. Die Glück von euch haben, na, die bringen wir eine Notaufnahme. Versuchen, ihn ein paar Zähne wieder reinzustecken und die Arme zu schienen. Und dann kommt Prinz Charming und ihr verknallt euch wieder. Bis zum nächsten Mal. Scheiße. Ach, alles ist scheiße für dich. Ja, weil fast alle Dinge in dieser Welt scheiße sind. Wenn ich gehe, bringt ihn das um. Keiner bleibt mit jemandem zusammen, ohne was davon zu haben. Ach, du verstehst das nicht. Ja, du hast recht, ich will es auch gar nicht verstehen. Am 17. von jedem Monat klappe ich zusammen, komme nicht aus dem Bett, weil ich meine Tage habe. Und Jerry ist da und füttert mich. Mit Suppe, Löffel für Löffel und streichelt mich und hält mich. Ich freue mich immer auf diese 5 Tage.
Also für 5 gute Tage hältst du 25 Miese aus. Selten dämlich. Muss ich gehen? Ja, ja, ja. Sobald das Telefon klingelt, bist du aus der Tür. Okay, beim zweiten Klingeln. Danke. Ich danke dir wirklich. Ja, ja, schon gut, schon. Wirklich, ich meine... Schon gut. Könnte jede Sekunde sein, ne? Ja, ist ja gut. Ferngespräch? Ja. Wann hast du deine Lady das letzte Mal gesehen? Vor 5 Monaten. Was machst du mit deinem Johnny? Machst du den Knoten rein? Na, was machst du, wenn er dir steht? Nehme eine Valium. Warum siehst du mir nie in die Augen? Ich sehe dir in die Augen. Ach, für eine Sekunde vielleicht, aber dann siehst du wieder weg. Hast du Milch? Milch? Na, normale Milch. Ja. Na, kann ich welche haben? Ja, bedien dich. Danke. Sag mal, findest du mich schön? Das kann ich nicht sagen. Ja, dann guck mich doch mal an. Ja, ich sehe nur diese bescheuerte Kriegsbemalung. Ach, so geh ich doch nur zur Arbeit. Ara will das so. Ich finde, manche Frauen sind mit 15 in voller Blüte und mit 20 ist bei ihnen der Lacker. Und manche sind erst mit 35 voll drauf. Du findest mich schön. Du musst erst mal dieses Miststück sehen, mit dem ich zusammenarbeite. Barbara heißt die. Die ist schön. Aber die hat nicht, was ich hab. Die Männer gehen höchstens einmal zu ihr. Aber ich hab Stammkunden, die machen Termine. Aber ich muss mich auch ein bisschen beeilen mit dem Kiesmachen, weißt du. Mein Haar ist mein schwacher Punkt. Und meine Lippen können auch jeden Tag am Arsch sein. Mein Körper hat eben auch schon bessere Tage gesehen. Hey, manchmal soll man den Leuten widersprechen. Wie lange brauchst du für den Pudding? 5 Minuten. Ich fahre morgen sowieso für ein paar Tage weg. Und wohin? Albuquerque. Was ist denn da los? Ja, wir treffen uns da übers Wochenende. Warum? Ja, nur um uns zu sehen. In einem Hotel? Natürlich in einem Hotel. Mit Zimmerservice? Natürlich. Wo man alles bestellen kann, was man sich wünscht? Ja. Und wenn man aufs Zimmer zurückkommt, dann hat jemand die Decken aufgeschlagen und Schokolade aufs Kissen gelegt? Ja, genau so. Ach, das ist wirklich romantisch. Jerry hat nie sowas für mich getan. Der Pudding ist fertig. 5 Minuten sind noch gar nicht um. Ich hab zu tun. Ich kann nicht weg, bevor ich nicht weiß, wo er ist. Kann ich mal telefonieren? Du kannst jetzt nicht die Leitung blockieren. Ach, nur sehen, ob er zu Hause ist. Ja, dann mach. Ich wünsche mir so einen schönen Mann wie dich, der mich seine Lady nennt. Und aussieht wie ein kleiner verlorener Hund, der auf meinen Anruf wartet. Ruf endlich an. Bist du schon wieder sauer? Ja, jetzt ruf schon an. Hoffentlich ist er zu Hause. Jerry, ich bin's. Sag ich dir nicht. Frag mich nicht, wo du... Du, ich ruf dich nur an, um dir zu sagen, dass du Schere füttern musst. Er muss 2-mal täglich was essen. Nein, ich komm nicht nach Hause, bevor du dich nicht änderst. Nein, ich hab deine Tabletten nicht. Nein, bestimmt nicht. Warte mal. Ja, doch. Okay, naja, ich hab's vergessen. Ich habe sie zur Apotheke gebracht und dem Typ erzählt, mein Mann nimmt diese Tabletten für seinen Blutdruck. Haben die irgendwelche Nebenwirkungen? Und er hat gesagt, natürlich, die Pillen ruinieren ihr Sexleben. Also liegt es nicht an mir. Nein. Nein, ich habe deinen Namen nicht gesagt. Nein. Jerry! Jerry! Oh Gott. Was ist? Ich glaube, er hat einen Herzinfarkt. Jerry! Gib ihn mir mal. Hallo, hören Sie? Ich bin Sanitäter. Beschreiben Sie Ihre Schmerzen. Haben Sie Herzbeschwerden? Arschloch! Ach, gib ihn mir nochmal. Ich wusste, dass du nicht stirbst. Ach, irgend so ein Typ, Doktor. Ja, ich bin im Krankenhaus, hat mein Bein verbunden. Wie alt er ist? Dann quatsch nicht so lang. Ich muss jetzt aufhören, der Doktor will mich untersuchen. Tschüss. Oh. Kann ich ihn nochmal anrufen? Also, du gehst mir wirklich auf den Keks. Warum willst du ihn nochmal anrufen? Ich hätte ihn nicht auf den Arm nehmen sollen. Er ist so empfindlich, er verträgt es nicht.
Er ist ein Arschloch. Ach, du kennst ihn nicht. Er hat auch seine guten Seiten. Ja, das glaube ich. Er sagt, oh Baby, es tut mir leid, nachdem er dich verprügelt hat. Stimmt's? Es ist nur ein paar Mal passiert. Und einmal hat er's auch verdient. Jeder Mann, der seine Frau schlägt, ist ein Scheißer. Und jede Frau, die ihn verteidigt, ist ein noch größerer Scheißer. Klar? Mein Pudding! Vergiss den Pudding! Viel Glück in Albuquerque! Danke, Wiedersehen. Oh, meine Tasche! Oh, wo hast du die hingelegt? Ja, das weiß ich nicht. Hier. Wie heißt du? Warum? Damit du einen Namen hast, wenn ich mich an dich erinnere. Nelson. Viel Glück, Nelson. Hau ab. Hallo? Oh, Scheiße. Sie ruft bestimmt wieder an. Sie glaubt, dass du unter der Dusche warst oder so. Oder dass sie eine falsche Nummer gewählt hat. Ich meine, sie weiß doch, dass du drauf wartest. Es wird jede Sekunde wieder klingeln. Bestimmt. Gleich geht's los. Ach, hör auf, du Schlampe. Bitte nicht sauer sein. Bitte. Schlampe, verdammte Schlampe. Kann ich dich um einen kleinen Gefallen bitten? Nein, du kriegst kein Bier. Mein Pudding. Meinetwegen. Danke. Ach, ich kann jetzt nichts essen. Warum nicht? Kannst du mir vergeben? Ach, iss deinen verdammten Pudding. Mach dir doch keine Sorgen, sie ruft noch mal an. Oder warum rufst du sie nicht an? Nein. Du weißt, dass sie da ist. Sie ist jetzt an der Reihe. Wie hast du sie kennengelernt? Warum? Ich kann sagen, ob zwei Menschen zusammenbleiben, wenn ich weiß, wie, wo und wann sie sich getroffen haben. Im Restaurant. Ist sie Kellnerin? Nein, sie saß am Nebentisch. Tolle Beine. Und du hast sie angequatscht? Nein, sie hat ihren Salat gegessen und eine Tomate mit einer Gabel zerteilt. Dabei ist mir was ins Auge gespritzt. Sie kommt rüber und wischt mir mit ihrer Serviette übers Gesicht. Wir lachen und trinken und ja, 3 Monate später waren wir verheiratet. Ach so, sie ist deine Frau. Ihr lebt getrennt? Ja. Ihre Idee? Ja. Ah, und jetzt versucht ihr die Geschichte zu flicken? Ja. Ja, warum rufst du dann nicht an? Ja, weiß nicht. Was meinst du denn? Ja, sie schiebt immer alles auf die letzte Minute. Hast du ein Zimmer reserviert? Ja, hab ich doch schon gesagt. Ein Zimmer? Ja. Im gleichen Zimmer? Oh, großer, großer Fehler. Ein ganz großer. Hey, sie ist meine Frau. Wenn du klug bist, nimmst du dir ein eigenes Zimmer. Auch keine Zimmer nebeneinander. Zimmer auf verschiedenen Stockwerken. Am besten verschiedene Hotels. Dann weiß sie, dass du nicht da bist, um mit ihr zu bumsen. Du bist da, um mit ihr zusammen zu sein. Wo hast du denn das her? Aus einer Frauenzeitschrift, ne? Nein, ich habe nur Grips. Also, was wirst du ihr sagen? Na, ich weiß nicht. Du weißt nicht? Du weißt nicht? Was soll das heißen, du weißt nicht? Naja, ich habe so eine ungefähre Idee. Du fährst nach Albuquerque mit einer ungefähren Idee? Willst du sie zurückhaben oder willst du dir Amerika ansehen? Doc, sie ist deine Frau, du musst was sagen. Ach, hast du überhaupt eine Ahnung, wovon ich spreche? Nee. Endlich eine ehrliche Antwort. Ja, was soll ich sagen? Was liebst du an ihr? Du? Ja, ich denk nach. Na, da muss man doch nicht drüber nachdenken. Was soll der ganze Scheiß? Sag mir lieber, was ich sagen soll. Erst sag mir, was du sagen wolltest. Dass ich sie vermisse. Das kannst du doch auch am Telefon sagen. Ich habe auch versucht, mit anderen Frauen was anzufangen. Gut. Ja, aber mit keiner hat es richtig geklappt. Besser. Außer mit dieser Krankenschwester. Entschuldige bitte, aber das ist total doof. Ja, ich habe Doppelschichten gemacht, um sie zu vergessen. 16, 18, 20 Stunden hintereinander gearbeitet. Ich bin in Bars gegangen und habe ich auch immer irgend so eine Schnepfe gefunden, die Schnauze voll hatte von irgendeinem Typen.
Ah, dann habe ich endlich ein Mädchen getroffen, im Supermarkt, als ich einen Salatkopf ausgesucht habe. Es hat zwischen uns gefunkt, aber sie hatte ein 6-jähriges Kind, das jedes Mal, wenn ich bei ihr war, nach seinem Vater schrie. Und das war's dann also. Ende, Funkstille. Hier halte ich es nicht aus, mir fällt die Decke auf den Kopf. Ich komme sowieso nur hierher, um zu schlafen. Aber das klappt auch nicht so richtig mit dem Schlafen. Wahrscheinlich habe ich alles falsch gemacht. Wieso? Ja, du weißt schon. Nein, weiß ich nicht. Naja, vielleicht habe ich Stefanie nicht genug geliebt. Möchtest du meinen Rat? Ja. Sag einfach nichts. Nichts? Ja, weißt du nicht, was nichts heißt? Nichts, gar nichts. Ihr trefft euch, du sagst gar nichts. Sie sagt Hallo, du lächelst, so halb. Du sagst nichts, umarmst sie. Fest. Und dann nichts. Im Taxi, du siehst auf ihre Beine. Sie muss spüren, dass du ihre Beine anstarrst. Na, wie ist es dir so ergangen? Gut, wie geht's bei der Arbeit? Gut. Oben im Zimmer? Nichts. Wenn du mit ihr schläfst? Nichts. Nichts. Ach, was soll's, sie hat ja nicht mal angerufen. Ach, das sind ihre kleinen Spielchen. Also weißt du nicht mal, ob sie im Flieger sitzt? Ja, genau. Du hast versucht, sie anzurufen und keiner hat abgenommen. Ja, ihr Anrufbeantworter ist an. Hast du eine Nachricht hinterlassen? Jeden Tag, 2 Wochen lang. 2 Wochen? 14 Nachrichten? Ja. Du, das ist pervers. Ich kenne sie. Sie wird morgens um 3 Uhr anrufen und sagen, okay, ich komme nach Albuquerque. Aber mal angenommen, sie ruft nicht an. Fliegst du trotzdem? Verdammt nochmal, ja. Du, ich habe gerade ein ganz merkwürdiges Gefühl. Kann ich dir was ganz Furchtbares erzählen? Sie liebt dich nicht. Ach, halt die Schnauze. Mich interessiert nicht, was du für ein Gefühl hast. Kapiert? Wie kommst du denn da drauf? 14 Nachrichten, so ein netter Kerl wie du, Albuquerque, Schokolade auf dem Kissen und sie ruft nicht zurück? Das ist ein harter Brocken, Doc. Hartherzig und egoistisch. Ich hasse egoistische Leute. Und du kennst sie doch gar nicht. Du hast Angst gehabt, sie wird mich hier im Zimmer hören. Weißt du warum? Sie traut dir nicht, wenn du mit einer anderen Frau allein bist. Sie gibt dir nicht die Liebe, die du brauchst und sie weiß, dass du ganz verrückt bist nach Liebe. Und wenn du mit einer anderen Frau zusammen bist, dass du dann in Versuchung kommen würdest. Guck mal, ich bin überhaupt nicht eifersüchtig, denn wenn ich einen Mann liebe, der kommt am nächsten Morgen gar nicht aus dem Bett. Ich mache ihn so fertig, dass er an keine andere Frau mehr denken kann. Na? Habe ich nicht recht mit dem, was ich über sie sage? Mal weiter. Ich habe also recht. Ja, wenn du dir so sicher bist, warum fragst du dann? Hat sie dir schon mal gesagt, was du für schöne Hände hast? Nee. Das sieht ja wieder ähnlich. Du bist total bescheuert. Weißt du, was dein Problem ist? Ja, dass ich dich vorhin nicht gleich rausgeschmissen habe. Du glaubst, sie ist zu gut für dich. Oh, du mit deiner Menschenkenntnis. Doc, ich muss dir was Schreckliches sagen. Es ist aus mit ihr. Hast du vorhin gepennt? Das Telefon hat geklingelt. Und wieder aufgehört. Ich sag's ja nicht gern, aber sie hat einen anderen Typ. Langsam habe ich die Schnauze voll von dir. Tut mir leid. Wie willst du das wissen, dass sie einen anderen hat? Weil wenn sie ihren Anrufbeantworter abgehört hätte, würde sie den Schrei in deiner Stimme gehört haben. Es gibt keinen Schrei in keiner Stimme. Und dann hätte sie dich anrufen müssen. Tatsache ist aber... Das ist keine Tatsache, das ist eine Vermutung. Tatsache ist, dass du sie nicht liebst. Ah, du bist eine solche... Was? Wie willst du das wissen? Dir ist dieses Weibstück scheißegal. Ja, nur mal langsam, ganz langsam. Woher willst du das wissen? Weil wenn ich sie beschimpfe, verteidigst du sie nicht. Du liebst sie nicht. Du hast dir mehr Sorgen um dein Bier gemacht, als ich mir eins holen wollte. Du bist einfach einsam und brauchst jemanden. Du bist verrückt, weißt du das? Weißt du, was sie ist? Sie ist dieser Becher Hüttenkäse in deinem Leben, was? Der da seit 4 Monaten bei dir im Kühlschrank steht. Und du hast Angst, ihn aufzumachen, weil du weißt, dass er total vergammelt ist und stinkt, dass dir kurz übel wird. Also lässt du ihn einfach da, wo er ist und versuchst, ihn zu vergessen. Glaubst du eigentlich den Scheiß, den du da erzählst? Doc, ich sehe es jeden Tag, das ist mein Geschäft. Du kannst niemanden zwingen, sich zu sorgen. Wenn sie sich sorgen, dann weißt du es. Und wenn sie es nicht tun, dann weißt du es auch. Und ich glaube, du weißt es. Oh, ich bin froh, dass ich Unrecht habe, Doc. Ja, mach's gut. Ich werde dich vermissen. Ja. Bitte vergiss mich nicht. Ja, ey, warte. Was? Setz dich da hin, komm. Wirklich? Ja, komm her und sei still. Lass ihn ein bisschen zappeln. Lass es nochmal klingeln.
Schmoren sollst du, Baby, schmoren. Okay, melde dich. Tu so, als ob du sauer wärst. Psst. Ja? Hi, warst du das vorhin schon mal? Ja, unter der Dusche. Oh. Mike, ich kann nicht. Mein Flug geht morgen um 7:30. Ja, 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 vielleicht schlafe ich noch mal drüber. Oh. Kann ich dich mal besuchen kommen? Wieso? Wieso? Wieso, sagte der Sanitäter. Weil ich wissen möchte, wie es dir geht. Kann ich Jerry anrufen, dass er mich abholt? Also, ich verstehe dich nicht. Er hat 5 gute Tage im Monat. Wie viele gute Tage hast du im Monat? Na, nun mach schon. Ich bin's, ich gehe jetzt zur Arbeit. Kannst du mich abholen? Was musst du zuerst machen? Du kannst doch gar nicht kochen. Wozu kochendes Wasser? Willst du Spaghetti machen? Jerry! Jerry, das kannst du nicht machen! Er hat Schere über kochendes Wasser. Jerry! Jerry, das war wirklich ein Doktor. Ich weiß nicht, welches Krankenhaus. Ich bin einfach reingegangen. Warum musst du alle Krankenhäuser anrufen? Warum kannst du mir nicht einfach glauben? Mach das nicht, bitte. Mach das nicht. Hast du wirklich? Jerry, wirklich? Kannst du irgendwo hin? Zu Ara. Sie freut sich, wenn sie sich um mich kümmern kann. Kann ich dich um Gefallen bitten? Das Telefon benutzen? Ich bin total verschwitzt und verdreckt. Könnte ich mich hier duschen? Ja, bedien dich. Ach, du bist einfach süß. Lass mir was zum Anziehen leihen. Was denn? Ein Sweatshirt. Ja. Und Unterwäsche. Meine? Ja, mir macht es nichts aus, wenn es dir nichts ausmacht. Ich kann meine alten Sachen nicht wieder anziehen, wenn ich geduscht habe. Ja, verbrüh dich nicht, das ist kochend heiß, das Wasser. Nein, das ist nicht gut. Ich kann hier stundenlang drunter bleiben. Wenn ich mal Kinder kriege, dann mit so einem Mann wie mit dir. Und Geschirr mit Blümchen drauf. Hast du ein Handtuch? Auf dem Bord. Wo? Na, da ist nur ein Bord. Ich hab Seife ins Auge gekriegt. Zeigst du es mir? Was mit deinem anderen? Du bist ganz schön komisch. Warum? Die meisten anderen Männer wären schon längst über mich hergefallen. Und du hast ihn doch wahrscheinlich schon an. Hab ich. Wow, wer ist das denn? Ich? Wieso? Ist ja kaum zu glauben. Na, schau mich nicht an, ich bin nicht geschminkt und meine Haare hängen runter. Ja, du brauchst diesen ganzen Kram gar nicht. Ara will, dass wir uns rausputzen. Ara hat einen Knall. Da sieht man doch gar nichts von dir. Männer mögen das. Ja, manche Männer. Wenn ich zu dir komme, komme ich so. Der schöne Bademantel. Ach, der ist uralt. Das ist ja gerade das Schöne. Hat sie ihn dir geschenkt? Ja, zu unserem ersten Weihnachtsfest. Hör doch auf, mich so anzusehen. Ja, Mensch, andere Männer gucken dich die ganze Nacht an. Warum soll ich das nicht? Du bist noch Jungfrau, ne? Hä? Nicht so, ich meine. Dir ist noch nie die Richtige in deinem Leben begegnet. Ja, wenn du so genau Bescheid weißt, warum fragst du dann? Ach, ich weiß das nur, weil ich auch noch Jungfrau bin. Weißt du, was ich damit meine? Nee. Na klar, weißt du das. Champagner. Wozu? Ja, nur so. Von Jungfrau zu Jungfrau. Thank you.
Warum hast du den Stecker vom Telefon rausgezogen? Weiß ich nicht. Na, wenn du es nicht weißt, wer dann? Na, ich kann mir nicht vorstellen, morgen früh ins Flugzeug zu steigen. Wegen mir? Nein. Natürlich, wegen mir. Wegen dem, was ich gesagt habe. Ich habe deinen Traum kaputt gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich zu ihr sagen soll. Du, ich möchte niemanden auseinanderbringen. Ja, wir sind doch schon seit 7 Jahren auseinander. 7 Jahre bin ich neben ihr aufgewacht und habe mich gefragt, in welcher Stimmung sie wohl heute ist. Damit ich wusste, in welcher Stimmung ich sein sollte. 7 Jahre mit ihren Launen. Und wenn ich was falsch gemacht habe, 3 Wochen schweigen. Also, was soll's. Ich habe ihr nichts zu sagen. Doch. Du musst ihr sagen, dass es vorbei ist. Ja, sonst überträgt sich das auf die nächste Frau in deinem Leben. Und die wird dich dann irgendwann verlassen und du bist wieder allein. Komm, steck's Telefon wieder rein. Du wirst zu spät zur Arbeit kommen. Du willst, dass ich gehe? Nein. Na, dann halt doch den Mund. Ich kann dich doch in so einem Zustand nicht allein lassen, wo es regnet und du hier nur sitzen würdest und drauf warten, dass das Nein. Telefon klingelt. In einer Stimmung und aus dem Fenster zu springen, was machst du denn da? Ja, was wohl? Ich möchte dir auch nah sein, aber nicht so. Verstehst du? Ja, meine Hände sind schön, aber dich anfassen darf ich nicht. Oh, vielleicht bin ich nicht gut genug für dich. Du bist ein tiefsinniger Mensch, du denkst viel nach, du rettest einer Menge Leute das Leben, du gehst nach Albuquerque, du... Vielleicht bin ich nur... Ach, du weißt schon, Ex und Hop. Komm mal her. Ach, ich bin zu blöd. Sieh dir doch den Mann an, den ich geheiratet habe. Ich kenne nur Dreckskerle. Nicht sowas wie dich. Komm doch mal her. Was? Ja, komm einfach her. Was denn? Komm her, lass mich wegkommen. Komm bitte. Hey, du Leute. Du läufst hier mit meinem Bademantel runter mit nichts drunter. Sag mal, bilde ich mir was ein? Ja. Nein. Ja, nein. Was denn? Ich werde nie wieder so jemanden finden wie dich. Und ich möchte nicht, dass es vorbei ist, wenn ich weggehe. Weißt du, es gibt da so ein kleines Ding, das heißt Testosteron. Das ist wie ein großes rotes Feuerwehrauto mit vielen kleinen Feuerwehrmännern. Und wenn die glauben, dass da ein Feuer ist und Rauch sehen, dann fahren sie hin. Aber wenn die falschen Alarm kriegen, dann sind die sauer. Also dann, ich geh ins Badezimmer. Nein, bleib hier. Ja? Was sag ich jetzt? Bis morgen. Oder zu spät, Herzblatt. Ja, aber... Willst du, dass ich es ihr sage? Nein, nein. Ich werd's nett sagen. Nein. Wenn du fahren möchtest, ist das okay. Ich hab's satt, mich um sie zu kümmern. Ja, sag ihr das. Ja? Nein, hier gibt's keine Sunshine. Du hast die falsche Nummer, mein Freund. Ja, das ist meine Nummer, aber hier wohnt keine Sunshine, klar? Ja, ich bin mir ganz sicher. Dein Mann. Ja, du sollst sofort nach Hause kommen. Wo hat er meine Nummer? Steht die im Telefonbuch? Ja, klar. Steht der Name am Briefkasten? Ja. Na, so hat er es rausgekriegt. Ich verschwinde ja besser. Aber ich habe Angst, wegzugehen. Kann sein, dass ich nie wieder so was Schönes fühlen werde. Bis zum Ende meines Lebens. Oh mein Gott, lass ihn nichts kaputt machen zwischen uns. Es gibt nichts kaputt zu machen. Ich verrate dir ein Geheimnis, wenn du mir auch eins verrätst. Okay? Hm? Ich habe seit über einem Jahr mit keinem mehr geschlafen. Ich sterbe. Ich sterbe vor Liebe. Na, jetzt dein Geheimnis. Wie, ich hab keins. Na, komm schon. Nein, wirklich nicht. Du hattest eins, vorhin. Du hast den Telefonstecker aus der Wand gezogen. Was hast du gehofft, würde passieren? Ich kenne dich. Ich weiß alles über dich. Frag mich nicht, wie. Ich weiß es einfach. Ich weiß, wie man dich lieben muss. Alles, was du machen musst, ist mich nur machen lassen. Ich kann deinen Kleinen bellen lassen.
Sag mir, was macht dich glücklich? Sprichst du so mit deinen Kunden? Ach, denen mache ich was vor. Mit dir ist es mir ernst. Du. Oh. Ist es so heiß oder ist es mir nur so heiß? Warum gehst du nicht zur Arbeit und machst es da? Los, zieh dich wieder an. Was machst du also die ganze Nacht lang? Nein, da ist eine Glasscheibe dazwischen. Die können mich nicht anfassen. Das will ich gar nicht wissen. Ach, du kennst mich überhaupt nicht. Ich sage, ich liebe dich zu 100 Männern in der Nacht und ich meine es irgendwie auch. Und wenn ich nach Hause komme, sage ich, ich liebe dich zu ihm und meine überhaupt nichts. Du hast mich wieder was fühlen lassen. Ach, spinn dich rum. Ich werde mich ändern, bestimmt. Na ja, in deinen Träumen vielleicht. Ja. In meinen Träumen wache ich mitten in der Nacht auf, total nass geschwitzt, und ich bin glücklich, dass ich mich aufgespart habe. Weil niemand gut genug war, dass ich mich ihm hingegeben hätte. Sag mal, ziehst du jetzt hier eine Nummer ab, oder was? Du findest, dass ich spinne. Du hast den Telefonstecker rausgezogen, damit du deinen Schuss bei mir loswerden konntest. Und dann hättest du dich ins Flugzeug gesetzt und hättest sie auch noch gebombst. Hör jetzt auf! Na los, schlag doch zu. Das kann ich verkraften. Willst du ein Bier? Es tut mir leid, dass das passiert ist. Soll ich dich irgendwo hinfahren? Hey, nimm meinen Regenschirm. Kann nicht. Ist es meinetwegen? Nein. Na komm schon. Guck mich nicht an. Tut mir leid. Du starrst mir immer an. Ach, Robby, Liebster, du warst hier am Freitag, Samstag, zweimal am Sonntag, Montag und Dienstag. Findest du nicht, dass dein kleiner Johnny mal einen Tag Pause braucht? Ich möchte. Ich weiß. Nein, weißt du nicht. Du weißt es nicht. Lass uns nur reden. Nein. Baby, ich liebe dich. Ich will diesen Scheiß nicht mehr hören. Ich sterbe hier und du schaust mich nur immer an. Schlag nicht gegen die Scheibe, hörst du? Baby. Scheiße. Na, wenn du bleiben möchtest, musst du Geld reinstecken. Ich habe mein Konto überzogen. Mein alter Herr möchte wissen, wieso ich das Geld für 2 Monate in 2 Wochen ausgegeben habe. Hörst du mich? Ja, Robby. Was kann ich für dich tun? Das weißt du doch. Ach,
Wir müssen es hier machen. Setz dich. Schlag deine Beine übereinander. Nein, steh auf. Dreh dich um. Guck mich an. Lächel nicht. Ich will nie wieder ein Lächeln auf deinem Gesicht sehen. Du machst dich über mich lustig, stimmt's? Sag nicht nein. Ich wünschte, ich hätte dich nie getroffen. Kann ich ein Foto von dir haben? Ich hab keins. Kann ich eins von dir machen? Warum, Liebster? Du kannst mich hier jederzeit sehen. Ich muss was haben. Du könntest mich retten, wenn du wolltest, aber du willst nicht. Komm. Nur einmal ohne dieses Glas dazwischen. Komm. Komm, lass es uns nochmal versuchen. Mach mich glücklich. Nein, leg das Ding weg. Ich brauche was. Nein. Ein normales Foto. Bleib einfach da stehen. Du hörst mir jetzt zu, du kleiner Bastard. Du machst den Fotoapparat auf und belichtest den Film. Ich brauche es. Mach den Apparat auf. Oder ich drücke auf den Alarmknopf, dann kommen 5 Knochenbrecher und nehmen dich in die Mangel. Ist doch nur ein Foto. Willst du, dass ich Alarm schlage? Was würdest du tun? Ach, du kannst froh sein, dass das Glas zwischen uns ist, du Dreckskerl, du Schwein. Nimm den Film raus. Ich liebe dich. Wirklich. Nein, du liebst mich nicht und ich liebe dich auch nicht und es ist sowieso alles scheiße. Jetzt mach eine Fliege und komm nie mehr zurück. Hi. Hi. Wie geht's dir? Wer hat denn den Notdienst gerufen? Wie läuft das Geschäft? Das reinste Irrenhaus heute Nacht. Na, Vollmond. Ich glaube, ich träume. Wir sind hier zufällig vorbeigekommen, auf dem Rückweg zum Krankenhaus. Ich habe deinen Namen draußen auf dem Schild gesehen. In letzter Zeit auf Reisen gewesen, Doc? Nein. Nicht nach Albuquerque? Lügner. Nein, bestimmt nicht. Oh, ich dachte, du wärst hingefahren und sie wäre da gewesen und ihr hättet euch wieder verliebt. Nein, nein, nein. Hat sie angerufen? Ja. Und du hattest recht. Mit allem. Ich kann es noch gar nicht glauben, dass du hier bist. Ah, steht der Krankenwagen draußen? Ja. Wirklich? Ja, komm raus. Ich kann nicht. Wann hast du Pause? Noch nicht gleich. Mein Kollege wartet draußen. Was hast du ihm gesagt? Ja, dass jemand erste Hilfe braucht. Ich bin okay. Sicher? Ja. Das ist gut. Mir geht's gut. Nein, geht's dir nicht. Ich weiß. Lass uns rausgehen und reden. Nein, das geht nicht. Du musst hier reden. Ja, das kann ich nicht. Ich komme mir vor wie im Aquarium. Wo geht denn die Tür hin? In den Flur. Am Ende des Ganges gibt's einen Ausgang. Ich warte draußen an der Tür auf dich. Da ist ein Alarm an der Tür. Red hier. Ich kann nicht mit dir so reden. Ach, bei anderen Leuten geht's auch. Ich bin nicht andere Leute. Wann hast du Feierabend? 4 Uhr morgens. Jerry dich ab? Welcher Jerry? Warum bist du hierher zurück? Hör auf, hör auf. Warum bist du hierher zurück? Mir gefällt es hier. Glaubst du daran, was du sagst? Ja. Aber ich glaube es nicht. Ach, was willst du? Was kriege ich für mein Geld? Alles, was du willst. Dreh dich um. Warum? Ich kann mich vor dir nicht ausziehen. Ich will nicht, dass du dich ausziehst. Ja, was möchtest du dann, was ich tun soll? Geh an die Tür. Oh, was soll der Quatsch? Drück die Türklinke runter und geh durch die Tür. Nein. Wir treffen uns draußen. Ich bin hier glücklich. Du krepierst hier. Ich werde nächstes Jahr Aras Teilhaberin. Damit du auch noch andere Mädchen versaust. Mensch, mach, dass du rauskommst, du Arschloch. Ich bin nicht einer von deinen Dreckskerlen. Nein, die sind okay. Die spucken es aus und sagen mir, was sie wollen. Aber du nicht. Ja, warum gehst du nicht jemanden retten? Wenn du hier bleibst, wirst du irgendwann in irgendeinem verfickten Hinterzimmer für diese ausgeflippten Hunde strippen. Deine Zeit ist um, mach, dass du rauskommst.
Okay. Ich werde draußen auf dich warten. Wenn du in 2 Minuten nicht da bist, ist es mir scheißegal, was aus dir wird. Chris, Arno. Sunshine, ich kann ohne dich nicht leben. Ich werde nie wieder so ein Mädchen wie dich finden. Du bist so schön. Du bist so unbeschreiblich schön. Ich liebe dich. Sunshine, ich...